So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Evoli. Ja, ich muss mich mal wieder entschuldigen für die letzten Probleme in den letzten Aufnahmen, in den letzten Folgen. Ich habe das letzte Mal 5-6 Stunden hintereinander aufgenommen. Irgendwo hat sich da tatsächlich die komplette Audiospur verschoben, warum auch immer. Das bitte ich schwer zu entschuldigen. Ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten Folgen auch wieder ein bisschen legt. Es gibt immer wieder Probleme in diesem Spiel und ja, mit der Audiospur halt auch in der zweiten Aufnahmesession, zum Beispiel die letzten 4 Folgen, bevor wir das Scope gemacht haben, bevor wir das Kampfdojo gemacht haben, gab es, glaube ich, ein bisschen Probleme. Naja, ich hoffe jetzt, dass alles soweit in Ordnung ist und wir heute ohne Probleme in den nächsten Teil gehen können, und der beginnt mit der Arena von Sabrina von Saffronia City, und das ist das, was uns heute erwartet. Let's go. Eine sehr interessante Arena, und es sieht auch deutlich anders aus als das, was wir aus den Originalspielen erkennen. Audi, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Wenn das dein erster Besuch ist in der Arena, dann haut es sich ganz bestimmt aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Saffronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat, wenn du die Arena betreten willst. Such dir eins aus, bis auf Krabi, glaube ich, alle. Nee, Nivolona hat auch noch nicht. Hat 44. Das sieht doch gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Jetzt hält ich nichts mehr davon ab, die Arena-Leiterin Sabrina herauszufordern. Na gut, gehen wir rein. Gucken wir mal, was hier auf dem Schein steht. Pokémon Arena von Saffronia City. Arena-Leiterin Sabrina, anerkannter Trainer Jan. Oh, jetzt schauen wir die gute Dame besiegt. Gut, okay. Krabi ist einfach nur zum Leveln da. Ziemlich bewusst zum Leveln da. Und ja, gehen wir rein. Auf jeden Fall wieder in die Arena von Saffronia City. Und hier haben wir den ersten Trainer. Und das machen wir doch. Machen dir unsere Psychokräfte Angst? Weiß ich nicht. Mal gucken, was mich erwartet, ne? Sehr Alex mit 2 Pokémon, und er fängt mit einem Lamos an. Der Lamos habe ich sehr lange überlegt, ob ich das 7 nehmen soll. Aber letztendlich werde ich es nicht tun. Ich hoffe, dass wir es relativ bald, ich denke so übernächste Folge, mein Geheimnis lüften werden, welches nächste Pokémon ich als Team nehmen werde. Aber jetzt erstmal gegen Lamos, und wir gehen drauf mit der Quillzone. Das sollte sehr effektiv sein und killt. Nein, natürlich nicht. Und ich habe einen Reflektor aufgebaut mit der Quillzone. Also eigentlich sollte das keine Probleme sein, aber das wahrscheinlich braucht. Ja, Sabrina ist eigentlich so meiner Meinung nach die schwerste Arena im Spiel. Die nächsten 2, die danach folgen, sind dann relativ einfach. Aber die ist nicht ganz ohne. So, Krabi reicht ja mit 24. Und Krabi möchte ja, soll sich ja zu Kingler entwickeln, damit ich das den Eintrag zumindest habe. So, und jetzt geht's nochmal gegen Kadabra mit der Quälzone. Ja, und diesmal hat das gegnerische Pokémon nicht den Hauch einer Chance. So. Ah, ich hab verloren. Gut, gehen wir hoch. Arm 1 hoch. Ich weiß nämlich nicht, wie die wie die Trainer angeordnet sind, also wie die Wege angeordnet sind, das ist es so lange mehr. Aber wir finden schon irgendwie raus. Sabrina ist zwar jünger als ich, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor ihr. Sollte man auch haben. Also sagen wir mal so, vor Sabrina habe ich definitiv auch Respekt. Ich sag ja, das ist für mich die schwerste Arena überhaupt. Und ja. Mal gucken. Ich hoffe, das war so relativ einfach geschlagen bekommen, aber versprechen kann ich nicht. So, safe machen wir heute die Arena fertig. So, Eisenschwert sollte eigentlich sehr effektiv sein gegen ein Eis-Pokémon. Aber hallo, effektiv. Tschüss, Rosana. Das ist dann sogar eine Option gegen Lorelei später dann in Nummer 4. Die sitzt ja. So, die ist Gott sei Dank sogar schon down, die Trainerin. Okay, aber das ist
Ich hoffe, dass es so fix geht. Mit One Hit und einem Pokémon, das ist dann relativ schnell erledigt. So, einmal kurz einen Hypertrank auf Evoli, damit ich ein bisschen wieder was hab. Wie gesagt, eben Quappo und so, die fliegen noch raus. So, jetzt muss ich wissen, wo ich herkam. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, wo ich herkam. Tatsächlich. Na gut, egal. Die kriegen schon hin. So, da ist noch eine weitere Trainerin. Ah, ein Trainer, der zielsichtigste Weltart. Naja, ziellos nicht. Ich glaube, ein Ziel schon. Ich will der Allerbeste sein. Exorcisten mit einem Alpollo. Gut, Alpollo passt jetzt nicht unbedingt hier rein als Geister-Pokémon. Das ist ja in die Arena von Koga, Gift-Arena, aber. Na gut. Dann können wir jetzt mit Pulsier auch einmal dieses Alpollo angreifen. Und das reicht sogar. Na gut, wir sind eigentlich sehr gut überlegen. Wir haben also so fast 50 mittlerweile. Bisher sind die Gegner auf jeden Fall 40, 42. Du hast noch ein Alpollo. Ich erwarte sogar, dass wir fast bald wieder 50 erreichen. Alpollo greift auf den Tiefschlag zurück. So. Und dann haben wir das auch. So. Voll an. Zumindest in deinen Attacken hast du dich nicht beirren lassen. So. Gehen wir da hoch. Haben wir noch irgendwo. Na gut, wir sind wahrscheinlich im Fahrtrainer. Ja, ich kenne den Weg nicht auswendig. Muss ich zugeben. Hä? Okay. Was ist das? Was ist hier? Habe ich schon besiegt, junge Dame? Ah, wir haben eine neue Stelle gefunden. Okay, ist ja wohl eine Trainerin? Nö, ist nicht, ne? Gut, dann muss ich hier hoch. Ich vermute, das ist gar. Ich glaube, das sind immer die Felder daneben gewesen. Egal, aber ich. Habe ich dich schon? Dich habe ich schon besiegt, ne? Nein. Ich kann die Zukunft sehen. Du und ich werden kämpfen. Exorcistin Mari. Was hast du denn für ein Pokémon? Oh, du hast wieder ein Alpollo. Natürlich. Die Exorcisten sind wahrscheinlich die meisten. Gut, die setzen Geister-Pokémon ein. So, einmal Blutsauger. Weil, klar, dass das nicht mit einem Tiefschlag angreift. Oder jetzt nochmal so eine Scheiß-Axis? Nein, das ist sie nicht. Okay, das ist meine Attacke, damit hast du es verloren. Raichu erreicht Level 46. So, nochmal auf Alpollo. Du hast jetzt nicht ganz auf 3 Alpollo oder so, ne? Das wird schon mal baden. Bin mal gespannt, was der Bienen da uns im Kampf entgegenschickt. Ja, für den Fall, dass ihr nicht wisst, wie ich die Attacken bekommen habe, also Quetzo, das sind ja nicht so Standardattacken, ihr müsst in Prismania City in den Pokémon Center, müsst ihr den Typen hinten rechts anquatschen, der bringt eurem Evoli, beziehungsweise wahrscheinlich auch Pikachu noch diese Sonderattacken bei. Ich kannte sie vorher nicht tatsächlich, weil ich den nie angequatscht habe, dachte mir, das ist sehr interessant, aber es lohnt sich manchmal doch. Ah, dabei wusste ich doch schon vor dem Kampf, dass ich verlieren würde. Ich kann ich noch nicht. Obwohl Sabrina noch so jung ist, hat sie es bereits zur Arenaleiterin geschafft. Diese Stelle hat sie sich hart erarbeitet. Wenn du also gegen sie kämpfen wirst, musst du dir dieses Recht jedenfalls erst erarbeiten.
Okay, da sind wir schon mal schon auf dem richtigen Weg. Astrina Maximilian mit einem Kadabra. Ich weiß nicht, ob ich das weiterentwickeln muss. Ich glaube, die machen. So, gehen wir auf Quizrunde. Ja, ich gehe davon aus, dass ich ihn so gut austrainiert, dass es eigentlich das ohne Probleme wegstecken sollte. Oh, Evoli landet sogar ein Volltreffer. Sehr gut, hast du gut gemacht. So, ich hätte aufgebaut, ne? Du hast noch was, ein weiteres Kadabra. Okay. Na ja, gut. Vielleicht kriegst du einen Blutsauger, okay, ich vermute aber nicht. Nee. Ich hätte sogar Volltreffer alle gelandet und das trotzdem nicht ganz down kriegt. Gut, dann machen wir es nochmal. So. Und damit hat sich das mit dem Kadabra und diesem Trainer auch ziemlich schnell erledigt. So, ist die nächste. Ist die nächste Sabrina? Forscherin was? Diese Arena ist eine bekannte Trainingsstätte für übersinnliche Begabte wie mich. Du willst Sabrina herausfordern, oder? Das kann ich sofort erkennen. Das ist mein Ziel zumindest, ja. Aber das ist ein Seher mit Kilian und er hat einen Hypno. Okay, Hypno kennen wir ja schon. Aus dem Six-Club-Gebäude. Ich will dieses Hypno mit der Quälzone. Oh, ist das nicht, oder? Ich kann doch mal so wegstecken. Nein, hau ab! Ernsthaft jetzt? Hallo, ich stehe so. Hallo? Gut, ich noch ein paar Aufwärts. Einen Aufwärts habe ich zumindest noch. Ich habe noch ein paar Hälle. Ich weiß nicht, was du vorhast, mein Freund. Haha, war klar, dass du so oder die Aktion bringst, mein Freund. Tschüss. Tschüss, Hypno. Das muss doch eigentlich reichen. Ja. Oh, tschüss. Ich wusste, dass der so. Wenn der versucht einzuschläfern, dann geht er danach auf Traumfrist. Dann holt er sich ein paar. Versucht sich ein paar KP zu holen, aber ich hab's diesmal auskontern können, ein bisschen. Und jetzt stehen wir der guten Sabrina direkt im Kampf gegenüber. Ich erwarte, wie gesagt, einen harten Kampf. Wir werden sehen, wie es läuft. Mit Volnona bin ich ein bisschen unzufrieden. Ich vermute, dass ich sogar drei Pokémon noch austauschen werde. Aber gucken wir mal. Erstmal kümmern wir uns um Orden Nummer 6. Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Deshalb nennt man mich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Vier Pokémon hat sie. Wir beginnen mit einem Pantymol. Ich weiß tatsächlich wirklich nur. Ich vermute zwei Pokémon. Ich weiß, kommen wahrscheinlich auch nicht zu. Ich denke, dass ein Pantymol hat und Simsala besitzt. Mal gucken, was danach kommt. So, erstmal gehen wir drauf auf Pantymol mit der Quälzone. Wir sind 6 Level drüber über diesen Pantymol oder Stick. Hör auf zu nerven, mein Freund. Aber weiter. Licht. Ja, das ist genug. Du brauchst ja genau das auf, was ich eigentlich fast erwartet hatte. Weiter. Ich muss tatsächlich weitergehen. Das hat jemand schon gut an der Sitze haben.
Aua. Schon vorhin, dann können wir das ganze Spiel ein bisschen anders spielen. Jetzt bin ich auf Blutsauger, weil ich will mir ein paar KP zurückholen. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen ärgern wollen. Ich würde die Attacke dann noch kriegen. Ich hab ihn zumindest schon mal im roten Bereich. Ja, viel wird es nicht sein. Das sind 14 KP, die ich glaube ich ziehe, wenn ich richtig gewesen habe. Okay. Ich bin gut, dann nochmal auf Quillzone. Dieses Pantheon muss ich erstmal down. Oh, das ist bitter. Ich vermute, dass es das genau ist, was jetzt passieren wird. Also ich. Das wird natürlich jetzt bedeuten, wahrscheinlich, dass er down geht. Dass er. Ne, dass er. Quatsch, nicht, dass er down geht, sondern dass. Noch. Sogar down. Das, ich hatte vermutet, dass er tatsächlich einen Trend zieht. Gegen ihn. Aber gut. Pantheon ist Geschichte. Und Evo, die ist sehr, sehr schwer angeschlagen. Level 50. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so schwierig wird gegen Pantheon. Puh. Lamos. Okay, dann kann ich auf Raichu gehen. Das ist die Werte ganz. Ich glaube nicht, Lamus, okay. Die Frage ist, was ist dann drittes dann? Ich glaube, ich vermute, dass du noch einen Simsalabi gehst. Ich glaube, Original ist ein Kadabra-Simsalabi oder so. Ah, Donnerschlag. Ich glaube, dass ich an der großen Wall vorbei bin. Das heißt, Pantheon. Aber wie gesagt, erwarten wir das nicht. Ja, sie ist definitiv nicht einfach. Das ist mir schon klar. Ich sag ja, das ist für mich mit eigentlich der schwerste Trainer überhaupt in der Pokémon Let's Go. Und ich weiß, Pokémon Gelb, Rot, Blau und halt auch die Let's Go-Reihe. Psalmaster. Okay. Dann kann ich auch Nona. Okay, dann hast du noch danach. Dann hast du wahrscheinlich danach noch das Sinnvoller. Okay. Erstmal auf Flammenwurf. Ich muss jetzt Sana mal so schnell wie ich da kriege. Halbe. Todeskuss. Scheiß, hau ab mit dem Scheiß. Okay. Ich spiele mal ein bisschen anders. Ich hab doch schon mal einen Ball. Ich hab mehr, ne? Scheiße. Ich bin nicht komplett geheilt. So, Emily ist mir dankbar, das ist mir schon klar. Ich vermute, dass ich jetzt mal mit Bulnona ein bisschen opfer. Weil ich will mal meinen Dienst zurückholen. So, Emily ist wieder da. Gerade für seinen letzten. Vielleicht ihre letzten. Für ihr letztes. Ich vermute, dass er danach Psychokinese bekommt. Scheiße. Gut, ich muss meinen Volona leider opfern. Hahaha, Volona halt durch, mein Freund. Komm jetzt und steh, wach jetzt auf und mach es kaputt. Ja, schade. Okay, dann geht's auch nicht. Haha, immer noch nicht, ne? Komm, Volona, bitte noch einen Zug. Komm, 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 komm. Du hast noch einen Lucky Shot. Komm, Lucky Shot, bitte. Ich dreh das Ding sogar noch. Ich hatte nie erwartet, der Trick, der haut tatsächlich mit so wenig KP noch zwei Psychokinese weg. Danke, Volona. Sehr nice. So, und damit haben wir das letzte Pokémon von ihr noch, das wieder das angesprochene Simsala. Boah, damit ich nicht gerechnet habe. Volona ist tatsächlich gedacht, komm, ich halte durch. Und mir dieses Rossana noch aus dem Rennen nimmt. So, und. Ach, scheiße. Ich würde sagen, das ein bisschen anders spielen. So, hier alles, alles gut. So. Und dann gehen wir auf. Wenn ich jetzt das durchhalte, wenn jetzt keine Scheiße passiert. Ja, natürlich, klar. Jetzt haben wir die Spitze.
Spezialverteidigung runter. Der dritte oder wahrscheinlich nicht verstecken. Aber das ist egal, wir haben den Orden, liebe Leute. Simsala geht tatsächlich mit dem Blubsauger down und damit ist das Thema gegessen. Ja, sie war eine harte Nuss, muss ich sagen. Das hat die so tatsächlich nicht erwartet. Aber, klar, Sabrina ist Geschichte. Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe dir vielleicht nicht alles gegeben. In Anerkennung deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden. Mit dem Sumpforden gehorchen dir nun alle Pokémon, die du von anderen Trainer hältst. Vorausgesetzt, ihr Level ist nicht höher als 70. Ach so, und diese Themen, die gehören auch noch dir. Gedankengut. Die Themen 33 enthält die Attacke Gedankengut. Das Pokémon, das diese Attacke einsetzt, konzentriert sich, um seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Psychokräfte sind nicht bloß einen kleinen Kreis an Menschen vorbehalten. Theoretisch kann sie jeder erlernen. Viele wissen es noch nicht. Toll. Ich hätte fast mit. Der TM Psychokinese erwartet. Psychokräfte? Ich hätte. Jo, dann haben wir's. So, eigentlich müssten wir noch ein Gebäude machen. Warte mal, ist das nicht hier? Hier war eigentlich offiziell noch ein Gebäude. Warte mal, ich hoffe, dass der noch der Typ tatsächlich noch hier irgendwo sitzt. Oh, sieht nicht so aus gerade, ne? Ist jetzt guck, da haben wir ja unser Liegchen mit gehabt. Was zur Hölle kriechen da nicht hinten her? Das? Warte, ich sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt? Tipp verzeiht sich Psychokinese. Okay, gut. Dann haben wir sie auch. So, okay. Dann sind wir jetzt eigentlich mit dem Festland durch? Ja, Evoli, ich weiß. Wir gehen aber nochmal nach Hause. Wir machen den Himmelsritt und fliegen nach Alabastia zurück. Wie gesagt, ich bin jetzt mit dem Festland durch. Weil jetzt haben wir alle Orden auf dem Festland. Aber wir haben... Ja, doch. Dann gehen wir nach, fliegen wir nach Alabastia. Ich hole meinen... Machen wir es jetzt noch schnell. Aber erstmal halte ich mein Team. Komm, wir machen es jetzt noch schnell. Wir ziehen die Folge noch ein Ticken. Wenn das geht. Kev, du sollst eine kurze Pause bitte einlegen mal. Okay. Sehr gut. Du, deine Pokémon sieht wieder topfit aus. Passt gut auf euch auf. Genau. Ich versuche jetzt, ob ich es hinkriege. Weil wir jetzt 6 Orden haben. Dann heißt das ab zu Evoli. Und wir fliegen mal rüber nach Vitania City, weil eins wollte ich noch machen. Ich möchte mir noch gerne mein letztes Teammitglied fangen. Mein vorletztes Teammitglied fangen. Das nächste kriegen wir dann in, hoffentlich in der übernächsten Folge. So, geheime Techniken. Ja, ja, ihr wollt jemand freuen. Ich weiß. Himmelsritt. Dazu müssen wir eine Stadt hochfliegen. Nach Vitania. Weil wir auf die Route 23 müssen. Das ist tatsächlich die Idee dahinter. Ja, Route 22, weißt du was? So. Ja, hier ist ein Radfratz. Das ist mir aber gerade herzlich egal. Ich glaube, Radfratz haben wir eh schon genug gefangen. Warum ist nicht genug noch zu fangen? Wenn wir überhaupt so weit kommen. Ansonsten muss ich echt warten, bis wir hier uns tatsächlich irgendwann den weit nächsten Orden haben. Und das dauert halt nicht mehr allzu lange. Den kriegen wir. Ja, das dauert vielleicht noch 3 Folgen. So, da sind wir auf der Route 23, nur ich muss ein Feld finden, wo ich es fangen kann.
oder den Sumpforden kamen wir nicht allzu weit. So, da haben wir da hoch. Hier habe ich übrigens das Kapsel gefangen, also Kapuzzi gefangen. So, okay. Der möchte uns hier durchlassen. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier ohne Probleme hochkommen. Ja. Oh, da unten sind Nidoking. Aber das Feld möchte ich tatsächlich. Ich muss mir jetzt hier gucken, ob ich hier das Pokémon auftaucht, was ich hier haben will. Das ist meine Lurina und hier ist noch ein Item. Haben wir 5 goldene Nanabären. Ja, normalerweise sollten wir erst hier auf der Route 23 sein, wenn wir den letzten Orden haben. Aber eigentlich sollte uns tatsächlich unser nächstes Teammitglied hier auftauchen. Ich weiß auch nicht, wie häufig es ist. Bisher taucht es noch nicht auf. Nidurina. Habitak Nidoking habe ich eben schon kurz gesehen. An dem Typen kommen wir, glaube ich, noch nicht vorbei, ne? Nee. Ah, schade. Okay. Boah, Ibitak. Also es ist hier definitiv auf der Route zu finden. Ja, hallo, taucht doch mehr auf am besten. Ich muss doch ein bisschen Platz machen gerade hier. Die kann man schon. Ja, ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier die Pokémon erstmal wieder runterkriege ein bisschen. Bewusst so. Gut, das ist abgezogen. Da. Das ist das richtige Pokémon. Es ist männlich, ja. Liebe Leute, wir nehmen uns Owai ins Team. Also beziehungsweise dann Kokowai. Das ist unser Psycho-Pokémon werden. Ein bisschen leichter fangen. Ich fange mal kurz eben noch mal. Okay, es ist kein. 2, 3. Jetzt haben wir nicht abgegeben. So. Ah, das ist zu hoch gezielt. 1, 2, 3. Aber bleibt draußen. Oh, das war sogar ein fabelhafter Wurf. Ich hoffe zumindest, dass es so dumm wird. Was hat bringt die goldene Nanabeere? Das ist aber wieder. Ja, das war mit. Der Wurf. Aber irgendwie immer beim letzten. So, versuchen wir es nochmal. Yes! Oh, wir haben unser nächstes Teammitglied und zwar das vorletzte. Eins fehlt jetzt noch. Und das kriegen wir dann safe in der übernächsten Folge, weil wir jetzt zurück nach Alabastia fliegen. Und ich wollte, wie gesagt, das Owai unbedingt mitziehen. Ja, und damit herzlich willkommen. Also, es wird natürlich noch ein Team genommen. So. Evoli spielen. Dann haben wir das auch durch, endlich. Das Geheimnis ist gelüftet, liebe Leute. Wie gesagt, ich wollte eigentlich Lamus ins Team genommen haben. Aber dann habe ich mich doch ein bisschen umentschieden und werde tatsächlich ein anderes Wasser-Pokémon ins Team nehmen. Ich glaube, eins, was nicht unbedingt jeder ins Team, nicht viele ins Team nehmen genommen haben. Aber wir werden auch dann relativ bald da das Geheimnis lüften und unser Team
komplett haben. So, ich mach mal hier gerade die Flatter. Dann kommen wir wieder tatsächlich, wenn wir dann erst... Wenn wir dann durch sind. So, ich guck mal gerade mein Team. So, Pokémon Box. Ich nehme Quappe aus dem Rennen. Weil, oh, war ja ins Team. Dem Team hinzufügen. Quappo. So. Gut. Liebe Leute, dann mache ich Feierabend. Wir sind zu der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht es hier unten weiter mit der Wasserroute. Und wie gesagt, das Festland ist jetzt soweit abgearbeitet. Zumindest für die nächste Zeit. Und ja, dann geht's da unten weiter. Bis dahin und ciao bei den Pokémon Let's Go Evoli.